Wie läuft es bei euch mit Frauen so? Bruder, alhamdulillah, weißt du, was ich meine? Alles läuft gut, außer ein bisschen. Diese Kabs sind richtig arrogant hier in Frankfurt, wallah. Ich sag dir ehrlich, Mann, das ist richtig Scharmutas, Alter. Wie läuft bei dir? Ich kann mich nicht beschweren, Mann. Frauen gibt es wie Sand am Meer, kann man nicht sagen. Ja? Ja. Hast du viele? Alhamdulillah. Wie viele? Bei 10 habe ich aufgehört zu zählen, oder? Hast du mitgezählt oder so? Wallah, ich auch nicht. Ich auch nicht. Ihr kennt doch dieses typische, was Frauen immer sagen. Warum müssen wir eine Jungfrau sein, wenn ihr euch selber nicht benimmt? Was sagst du denn dazu? Also ich meine, wenn du selber, wie du gesagt hast, du begehst Sina, yeah, warum darf sie dann auch nicht Sina begehen? Und ihr vergibt euch ja einfach nach der Ehe. Also wenn ihr sagt, okay, ich bin keine Jungfrau mehr, aber lass uns vergeben und verzeihen. Wallah, sie ist aber eine Frau, das ist was komplett anderes. Weil wenn sie gibt, dann ist sie eine Kiba. Wenn wir geben, aber sind wir keine Kiba. Weißt du, was ich meine? Was bist du dann? Ein normaler Mensch. Also Fazit, Männer dürfen Frauen nicht. Genau so. Ja, Kurzfassung. Wallah, Kurzfassung. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah, dem Schöpfer, Lenker, Herrscher, Erhalter des gesamten Universums und aller Lebewesen. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Und Friede und Segen sei mit dem Gesandten Allahs. Das Thema von heute ist: Ist es eine Schande, eine Frau zu heiraten, die keine Jungfrau mehr ist? Man hört immer wieder in unserer kranken muslimischen Gesellschaft, die krank geworden ist, vor allen Dingen da deswegen, nicht weil sie den Islam falsch interpretiert, sondern weil sie sich von dem wahren Islam, von dem Verständnis, womit der Prophet a.s. gekommen ist, abgewendet hat. Und Dinge, Erneuerung, Bidda in die Religion hineingelassen hatte, die damit nichts zu tun haben. Verständnisse, die fernab sind von dem, womit der Prophet a.s. gekommen ist. Wenn jemand so etwas verbreitet, er erzählt beispielsweise über eine Frau, die geheiratet hat, ja, das ist eine Schande, guck mal, der und der hat die und die geheiratet und die hat vorher das und das gemacht. Erstmal, du als Muslim, wenn du die Sünden von anderen verdeckst, musst du damit rechnen, dass deine Sünde verdeckt wird. Wir reden jetzt über eine Frau, die schon verheiratet ist. Nicht über eine Frau, die jemand heiraten will. Denn wenn ich beispielsweise nach meiner Meinung gefragt werde über einen Mann oder über eine Frau, weil jemand sagt zum Beispiel zu mir, guck mal, du kennst den und den und ich wollte meine Tochter mit ihm verheiraten, was ist das für einer? Dann kann ich ihm sagen, ich muss dir von ihm abraten. Und wenn es notwendig ist, kann ich auch Details dazu erwähnen. Weil der ein Dieb ist, weil der dieses, weil der das ist und so weiter und so fort. Aber jemand hat schon geheiratet, dann muss ich davon ausgehen, dass die sich miteinander geeinigt haben und dass die Frau und der Mann Tauber gemacht hat. Das ist erstmal Nummer eins. Das heißt, es ist nicht erlaubt, die Sünden von anderen Menschen zu veröffentlichen und darüber zu lästern, es sei denn, es hat einen Grund, vor einem Übel beispielsweise zu warnen. Eine Notwendigkeit. Aber was eigentlich noch krasser ist an dieser ganzen Geschichte ist, wie mit der Frau umgegangen wird und wie mit dem Mann umgegangen wird. Das ist eine absolute Katastrophe. Warum fragen wir nicht, darf eine Frau einen Mann heiraten, der vorher schon eine Freundin gehabt hat? Der also nicht aus Jungfrau, wie man beispielsweise sagt, eigentlich ist Jungfrau der falsche Begriff, in die Ehe geht. Was ist mit dem? Warum ist das keine Schande? Warum ist es eine Schande, wenn die Frau vor einen Mann hatte, beziehungsweise mit einem Mann geschlafen hat vor der Ehe? Aber es ist keine Schande, wenn der Mann vorher durch die Diskos geturnt ist, durch die Bordells geturnt ist, die Sau rausgelassen hat. Warum ist das keine Schande? Ganz einfach. Weil diese Leute, die sich so verhalten mit dem Islam, so gut wie nichts zu tun haben. Ihr Maßstab ist nicht der Islam. Und deswegen betone ich das nochmal. Islam ist nicht, was Muslime tun, sondern was sie tun sollen. Schauen wir uns den Koran an. Was hat der Koran zu uns sucht? Ich lese es auf Deutsch vor, so 24 Vers 2. Eine Frau und ein Mann, die Unzucht begehen, das heißt vor der Ehe, Geschlechtsverkehr,
geißelt jeden von ihnen mit 100 Hieben. Hier steht nicht, geißelt die Frau mit 100 Hieben und den Mann mit 10 Hieben, weil es nicht so schlimm, der muss sich die Hörner abstoßen, wie man heutzutage sagt. Ich kann mich noch daran erinnern, und manche Leute fallen dadurch in den Kuffer. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich Muslim geworden bin, hatte ich Diskussion mit einem türkischen Muslim, der mir die ganze Zeit erzählen wollte, dass er ja Unzucht machen muss, weil irgendjemand muss in der Ehe ja sexuelle Erfahrung gesammelt haben, ansonsten kann das ja nicht funktionieren. Echt? Okay, was war denn bei Adam und Eva? Adam und Hawa, also was war mit denen? Was war mit Millionen von Ehen in der islamischen Welt, die funktionieren? Das ist der pure Schwachsinn. Und was impliziert das? Was impliziert diese Aussage? Die von jemandem getätigt wird, der in die Moschee geht. Diese Aussage impliziert die pure Doofheit. Weil es bedeutet, Allah hat einen Fehler gemacht, dass er das verboten hat für Mann und Frau. Es impliziert, dass er das für sich halal macht. Ja, einer muss ja Erfahrung gesammelt haben. Dass Allah diese Regel erlassen hat, das ist ja verkehrt. So krank sind wir geworden. Es gibt keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, außer dass man vielleicht sagen kann, dass der Frau das eher bewusst ist, durch die kranke muslimische Gesellschaft, die den Koran und die Sunna nicht als Maßstab genommen hat und wo das eher betont wird. Aber ansonsten ist es genau dasselbe. Die Strafe ist dieselbe. So. Und dann geht es sogar noch weiter. Ich habe letztens mit einem Bruder gesprochen, mit einem marokkanischen Bruder. Der meinte zu mir, es gibt sogar Väter, die sind stolz darauf. Die sind stolz darauf, dass ihr Sohn jede Woche eine andere Freundin hat. Und ja, der ist ja noch jung, kommt gut an. Aber die müssen sich natürlich nicht wundern, diese bekloppten Väter, wenn die Tochter irgendwann auch dasselbe macht. Die Tochter wird sich sagen, warum soll ich nicht, wenn der darf? Das heißt, der Grund, warum ich nicht darf, ist ja nicht, weil mich derjenige sieht, der alles sieht, weil mich derjenige hört, der alles hört, weil es derjenige verbietet, der das Recht hat, etwas zu verbieten, sondern weil mein Vater ein bisschen ungerecht und doof ist. Deswegen hört man beispielsweise mal, boah, ich darf keinen Freund haben. Wenn ich einen Freund habe, kriege ich voll Ärger von meinen Eltern. Was interessieren die Eltern? Du musst Angst haben, die Strafe von Allah zu bekommen. Aber die sind sogar stolz darauf. Boah, mein Sohn ist ein richtiger, der kommt gut an, ja, der ist ja noch jung. Ich habe zu ihm gesagt, Bruder, solche Leute, da habe ich großen Zweifel, dass sie überhaupt Muslime sind. Weil wie kannst du stolz auf etwas sein, was Allah klar und deutlich und unmissverständlich im Koran Fahisha nennt? Schändlichkeit. Du musst dich schämen. Man muss sich schämen, wenn der Sohn so etwas macht, wenn die Tochter so etwas macht, wenn die Frau so etwas macht. Du musst dich schämen. Da sind Leute stolz drauf. Du bist stolz darauf, dass jemand etwas macht, wofür Allah 100 Peitschenhiebe vorgeschrieben hat. Ich meine, wenn jemand stolz ist, weil der Sohn beispielsweise ein Geschäft aufgebaut hat, was mit Zinsen zu tun hat, wo dann heute die Leute, einige Gelehrten gibt, die sagen, mit den Zinsen ist heute nicht mehr so oder so. Ja, das ist auch verkehrt, aber da kann man ja noch einen Funken Verständnis haben. Oder man ist stolz, weil der Sohn Musik macht und damit Geld macht, weil es einfach nicht so bewusst im Koran erläutert wird wie Sinna. Kann man sagen, ja, vielleicht weiß er nicht, dass Musik haram ist. Vielleicht sieht der Musik nicht als haram. Es gibt einige wenige Leute in der heutigen Zeit und so weiter, die sagen, das ist nicht haram. Da kann man ja noch Verständnis haben. Aber für eine Sache, die klar und deutlich zu den Mubikat, zu den großen Sünden, zu den Kabeiru Dhunub gehört, kann man darauf stolz sein. Allah sagt über die Sinner,
Sure 17, Vers 32. Wala taqrabu zina. Kommt der Unzucht nicht nah. Das heißt, die Unzucht ist eine Sünde, wo Allah sogar verbietet, ihr nahe zu kommen. Ja? Dann hier, in Sure 24, Vers 3. Ein Unzuchttreiber, also derjenige, der unehelichen Sex hat, heiratet keine andere als eine Frau, die Unzucht begeht, oder eine Götzendienerin. Und eine Unzuchttreiberin heiratet keinen anderen als einen Mann, der Unzucht begeht, oder einen Götzendiener. Den Gläubigen ist dies verboten. Und was ist bei uns? Der Sohn geht noch einen Tag vor der Ehe, geht er noch mal raus. Der muss sich noch mal, ja, danach bin ich das ganze Leben mit meiner Ehefrau gefangen. Da kann ich ja heute noch mal die Sau raus. Da musst du die mal reinziehen. Ich meine, okay, das ist jetzt das, was ich gerade erwähnt habe, ist nicht die Regel. Das andere kann man fast als die Regel nennen, dass das bei dem Jungen toleriert wird und bei der Frau nicht. Dann haben wir hier zum Beispiel auch in Sure 24 haben wir noch Vers 26. Schlechte Frauen gehören zu schlechten Männern und schlechte Männer gehören zu schlechten Frauen. Wir haben so viele Dinge, die die Unzucht verbieten und die den Weg zur Unzucht, die Nährung zur Unzucht verbieten. Egal ob für Mann oder Frau. So. Dann geht es noch weiter. Für manche Vollidioten ist es sogar eine Schande, Geschiedene oder, weil es geht ja eigentlich nicht um Jungfrau, es geht ja um unehelich, um Sinner geht es ja. Bei manchen ist es sogar eine Schande, wenn jemand eine Frau heiratet, die schon verheiratet war und geschieden ist. Da kommt dieses ganze kranke Umfeld, fürchtet Allah, und fängt sich an, das Maul zu zerreißen. Ja, die ist ja schon geschieden, wer weiß, wie die vorher war. Man sollte bei einem Muslim oder einer Muslime immer Hüssenwann haben, eine gute Vermutung. Ja, wer weiß, was die vorher gemacht hat, die war geschieden, die ist, und bei manchen sogar, wenn sie eine Witwe ist. So weit geht das, weil wir krank sind. Beziehungsweise weil diese Gesellschaft krank ist. Und deswegen müssen diese Themen auch klar und deutlich angeprangert werden und als Krankheit bezeichnet werden. Der Prophet a.s.w., alle seine Frauen außer Khadija waren keine Jungfrau mehr. Nur mal so nebenbei. Die waren entweder geschieden oder verwitwet. So. Was ist also? Was? Aber Entschuldigung! Außer Aisha. Khadija war verwitwet gewesen. Ja? Außer Aisha. Ansonsten alle anderen Frauen waren verwitwet oder geschieden. So. Hier muss man also Folgendes sagen. Wenn man eine Frau heiratet, die geschieden ist, die verwitwet ist, oder eine Frau, die Tauba gemacht hat, denn dieser Vers, der Unzüchtige, damit ist gemeint, wer keine klare Tauba gemacht hat. Es gibt für Mann oder Frau. Ja? Hier hat keiner das Recht, irgendwo seinen Mund aufzumachen. Das ist nicht deine Angelegenheit. Kümmere dich um dich selber. Min husni l-Islam il-mar'i tarku ma'la ya'ni. Zu der Guten des Islams gehört es, dass man das lässt, was einem nichts angeht. Wenn dich jemand fragt, was hältst du von dieser Frau, was hältst du von diesem Mann, weil du den kennst, weil du sie kennst, gibst du deine Meinung dazu ab. Sagst besser Finger von lassen. Wenn du siehst, jemand hat geheiratet, egal was sie vorher gemacht hat, und selbst wenn sie vorher im Bordell gearbeitet hat, die Tauba gemacht hat, sie hat das bereut, hat geheiratet, um sich vor Sinner zu schützen, sind ihre Sünden vergeben. Das heißt, hier hat keiner das Recht, den Mund aufzumachen. Keiner hat das Recht, den Mund aufzumachen einer Frau, die geschieden ist. Keiner hat das Recht, den Mund aufzumachen einer Frau, die verwitwet ist. Keiner hat das Recht, den Mund aufzumachen einer Frau, die Tauba gemacht hat. Und das ist die Regel. Deswegen, das ist keine Schande, eine Frau zu heiraten, die keine Jungfrau mehr ist. Aber man soll keine Senior heiraten, die keine Tauba macht, die auf diesem Weg sich befindet. Genau so soll man keinen Senior heiraten. Das ist das, was Allah einen Unzüchtigen. Das gilt für Mann und Frau gleichermaßen. Und deswegen, anstatt uns das Leben schwer zu machen, sollten wir Leuten vergeben, sollten wir Fehler übersehen,
solange das Übersehen der Fehler nicht dazu führt, dass mehr Fehler gemacht werden und Fehler weiter begangen werden. Aber was vergangen ist, ist vergangen. Und möge Allah alle Frauen, die in diese Falle reingefallen sind, zur Toba führen und alle Männer, die in diese Falle in Sina hineingefallen sind, zur Toba führen, dass sie diese Sünde unterlassen. Aber der erste Schritt, diese Sünde zu unterlassen, ist erstmal, dass man diese Sünde als Sünde wahrnimmt, als Schändlichkeit wahrnimmt und dass diese Sünde nicht von der Gesellschaft toleriert wird und auf der anderen Seite, was die Frau angeht, nicht toleriert wird. Denn selbst die Frauen, wenn sie merken, das wird einfach toleriert, mein Bruder darf eine Freundin haben und ich nicht, ich darf keinen Freund haben, sie wird dieser Regel keinen richtigen Wert beimessen. Möge Allah uns alle recht leiten. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.